und das Älterwerden bis zum 30. Lebensjahr. Das habe ich ja nun auch schon eine Weile hinter mir, reichlich. Also es ist nicht auf mich gemünzt, was ich jetzt hier vortrage. Also, wenn man alt wird, nach dem ebenso heftigen wie kurzen Sommer der Jugend, ereilt einen nur allzu bald der eher kühle Herbst des beginnenden Alters. Dies ist ebenso unumgänglich wie der Werbeblock an der spannendsten Stelle des Spielfilms. Doch ähnlich dem Werbeblock ist auch der Herbst die richtige Zeit, sich aus dem bequemen Sessel zu erheben und unumgänglichen Dingen nachzugehen. Rein bildlich gesprochen natürlich. Oder um einmal innezuhalten und über das Gewesene nachzudenken, eine erste vorläufige Bilanz zu ziehen und den Blick hoffnungsvoll in die Zukunft zu richten. Paul stand unmittelbar vor dem großen Scheunentor seines 30. Geburtstages. Diese Zahl ließ ihn aufs Merkwürdigste erzittern. Einem Mungo gleich umkreisten seine Gedanken die bedrohliche Schlange dieses besonderen Wiegenfestes. Seiner Meinung nach gab es im Leben eines jeden Menschen bestimmte Zeitpunkte, an denen vehemente Veränderungen unwiederbringlich anstanden. So markierte beispielsweise der 12. Geburtstag auf den ersten Kuss. Eine erste Liebe, wenn man als heranwachsender Junge unvermutet einen neuen Blick auf die weibliche Hälfte der Gesellschaft bekommt und Mädchen plötzlich nicht mehr Pfui-Bäh waren, sondern fortan durchaus nicht uninteressante Geschöpfe darstellen. Das 16. Wiegenfest bedeutete freies Trinken auf Partys und reuelose Alkoholvernichtung in der Öffentlichkeit. Im 18. Lebensjahr wuchs die Mobilität gewaltig. Sofern man den Führerschein bestanden und das nötige Geld für ein vierrädriges Vehikel aus Omas Portemonnaie geleiert hat. Mit knapp über 20 war man sozusagen erwachsen und konnte mit einem gleichermaßen salbungsvollen wie auch verachtenden Blick auf die nervigen Teenager in der Nachbarschaft herabblicken. Danach jedoch ging es zumeist rapide bergab. Und einem Monstrum gleich wartete am Ende der Roaring Twenties die düster dreuende Kombination aus einer 3 und einer 0. Hier war dann womöglich alles zu Ende. Die Jugend, die Frische, die Freiheit, das Leben und ach, eben überhaupt alles. Paul hätte es fast geschafft, diesen Abschnitt seines Lebens stillschweigend leidend zu überspringen. Wäre da nicht seine Lebensabschnittsteilhaberin, die ihrem Geschlecht entsprechend, ebenso aufmerksam wie einfühlsam die ersten Zeichen nicht nur bemerkte, sondern ihm auch sogleich am Vorabend seines Lebensendes schonend mitzuteilen wusste. Es war an einem sonntäglichen Fernsehabend. Paul und seine Freundin lungerten auf dem Sofa, eng umschlungen ließen sie sich von der Episode CSI berieseln. Vom Fernseher her tönte der bekannte Prolog der Serie Who are you? Du hast ja ein graues Haar, erwähnte Pauls Freundin ganz beiläufig mitten ins Intro, ohne den Blick von der Matscheibe zu wenden. Nein, belächelte Paul den augenscheinlich neckenden Eindruck, das kann ich mir ja nun beim besten Willen nicht vorstellen. Doch wirklich, versicherte die Mitbewohnerin und blinzelte kurz zu ihm herüber. Das ist wahrscheinlich nur eine Pigmentstörung oder etwas Ähnliches, gab Paul nun doch etwas beunruhigt zur Antwort. Ich werde doch wohl noch ein graues Haar von einer Pigmentstörung zu unterscheiden wissen, beharrte Christine, so hieß Pauls bessere Hälfte. Es ist ganz sicher kein graues Haar, verteidigte sich Paul, entschlossen an seiner Überzeugung festhalten, ein nach wie vor eher jugendliches Aussehen zu besitzen. Schau einmal in den Spiegel und sag mir, dass dort kein graues Haar ist, insistierte Christine unerbittlich. Mit einem leicht verkniffenen Siegerlächeln gewappnet, ging Paul in den Flur und trat vor sein Spiegelbild. Und er sah den Grauen ins Auge. Dort war es. Links über der Schläfe, deutlich zu erkennen, brannte ein silbernes Haar zwischen den schwarzen Strähnen. Paul entgleiste die Gesichtszüge. Adrenalin kreiste durch seine Adern. Im Soundtrack der schaurigen Titelmelodie von CSI betrachtete Paul eingehend die Szenerie des Grauens. Doch gleichwohl, wie er den Einfallswinkel der Flurbeleuchtung auch durch energisches Drehen und Wenden seines Genicks veränderte, das graue Haar blieb, wo es war. Silbern leuchtete es einem Schandmal gleich von seinem Kopf. Das ist viel zu früh, rasten seine Gedanken. Ich bin doch gerade erst 29 Jahre alt. Die besten Jahre liegen doch noch vor mir. Oder habe ich sie schon hinter mir? Möglicherweise habe ich sie verschlafen. Pennen tue ich ja oft und ausgiebig. Vielleicht bin ich versehentlich in der Zukunft aufgewacht. Paul rang hilflos die schweißfeuchten Hände. Nein, nein, diese Sache darf nicht überinterpretiert werden.
Denn schließlich macht eine Mücke noch keinen Sommer und man soll aus einem einzelnen Haar kein Toupet machen. Mit einem blubbernden Gefühl im Bauch begab sich Paul wieder aufs Sofa und versuchte den Anschein zu erwecken, sich voll und ganz dem Geschehen im Fernseher zu widmen. In dieser Nacht schlief er nicht gut. Am nächsten Abend waren Paul und Christine anlässlich seines 30. Geburtstages bei Freunden zu Gast. Fotografien machten die Runde, auf denen auch Paul in vielen jugendlich dynamischen Posen zu sehen war. Die Bilder waren, wie es bei Schnappschüssen nun einmal so ist, nicht in den günstigsten Momenten aufgenommen worden. Und keiner der Fotografierten kam auf ihn besonders vorteilhaft zur Geltung. Doch für Pauls ohnehin angeschlagenen Gemütszustand waren sie verheerend. Mit stockendem Atem entdeckte Paul auf einem der Bilder eine Kleinigkeit, die ihm beinahe entgangen war. Ein winziges Detail, leicht zu übersehen. Ein Schauer lief ihm kalt den Rücken herunter. Er erkannte nicht etwa mehr auf dem Bild, als eigentlich da sein dürfte, sondern eher die Abwesenheit von etwas, was dort eigentlich hingehörte. Er spürte ein Kribbeln, das langsam seinen Ursprung irgendwo in Höhe seiner Pobacken verließ und den Rücken hinaufwanderte. Wo waren Pauls Haare geblieben? Es war ja nicht so, dass sein Hinterkopf ganz kahl gewesen wäre, doch eine drohende Halbglatze zeichnete sich so deutlich ab, wie kurz darauf der Rotweinfleck auf dem weißen Tischtuch unter seinem Glas. Der Beweis war eindeutig. Der Alterungsprozess nahm dramatische Formen an. Eine tragische Melodie erklang im Hintergrund, die Pauls Laune nicht gerade aufbesserte. Er bat seine Freunde, die Anlage auszuschalten, doch die Melodie, irgendein Totentanz aus dem Mittelalter, echote in seinem Kopf weiter. Ist alles in Ordnung mit dir, Schatz? Erkundigte sich Christine besorgt. Klar doch, alles bestens, log Paul mit dünner Stimme und wunk zittrig ab. Den Rest des Abends verbrachte er mit dem kläglichen Versuch, alle anderen Partygäste mit der für ihn normalerweise typischen, humorigen Spontanität zu unterhalten. Es war jedoch wenig mehr als eine klägliche Parodie seines früheren Auftretens. Und die anderen Gäste schauten zudem bisweilen irritiert über seine Versuche, sich möglichst nur in schlecht beleuchteten Zonen der Partywohnung aufzuhalten. Irgendwann war der Abend aber dann vorüber und Paul floh gleichsam nach Hause wie Tauben vier Wände. Auch in dieser Nacht schlief er äußerst schlecht. Am nächsten Tag stellte Paul seinen Stammfriseur René zur Rede. Ich hielt es eigentlich nicht für sonderlich erwähnenswert, meinte René. Du hast es gewusst, staunte Paul mit Entsetzen. Natürlich, jeder, der Augen im Kopf hat, kann es doch sehen, frotzelte der Meister der Schere kichernd. Aber nun bewahre doch Contenance und setz dich wieder hin. Es ist lange nicht so schlimm, wie es aussieht. Nicht so schlimm. Mir fallen die Haare aus. Bald schon nennt man mich den neuen Meister Pauper, verzweifelte Paul. Was regst du dich denn so auf? Dir bleiben doch immer noch die grauen Haare. Grinste René schämt. Wir zupfen ein wenig hier, kämpfen ein wenig dort, legen alles auf eine Seite und schon ist die Licht und so gut wie verschwunden. Mit einem energischen, kraftvollen Griff packte Paul die Hand des Haarkünstlers. Nein, mein Bester, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Pass auf, wir machen Folgendes. Christine glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als ihr Mann frisch vom Friseur nach Hause kam. Schatz, um Himmels Willen, was ist mit deinen Haaren passiert? Ich habe mir eine Glatze schneiden lassen, berichtete Paul. Das ist die einzige Frisur, für die ich noch genügend Haare habe. So sieht es gewollt aus und nicht von der Natur vorherbestimmt. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du hast dir sämtliche Haare abrasieren lassen, weil du Angst hattest, dein Haupthaar zu verlieren. Wollte Pauls Freundin wissen? Ja, gewissermaßen. Komisch. Plötzlich klang der Plan gar nicht mehr so gut, wie noch kurz zuvor im Friseursalon. Ja, auf jeden Fall kann man so kein graues Haar mehr sehen, stellte Paul richtig. Wo du es gerade erwähnst. Ich habe das Geheimnis um dein graues Haar gelöst. Christine drückte ihrem Mann mit diesen Worten einen kleinen Haarballen in die Hand. Die habe ich auf dem Kopfpolster der Couch gefunden. Sind die etwa alle von mir? Paul entsetzt. Nein, Schatz, sieh mal, der Kater hat auf dem Polster geschlafen. Nun ja, es wird Sommer und er harrt. Paul dämmerte es langsam. Er blickte auf seinen weißgrauen Perserkater hinunter, der unschuldig und erwartungsvoll zu ihm aufblickte. Pauls Lebensgefährte nickte lächelnd. Mit erzogener Ruhe trat Paul abermals vor den Spiegel.
Er betrachtete sich eine Zeit lang und befand, dass ihm die neue Frisur oder besser die Abwesenheit jeglicher Frisur gar nicht so schlecht stand. Sie machte ihn jünger, hoffte er zumindest. Und mit dem Zusatz eines fischen Bartes gäbe er noch eine recht verwegene Erscheinung ab. Erwachsen, aber jung geblieben. Gewissermaßen. So konnte er ruhigen Gewissens die Sahne aus dem Milcheimer der 30er voll ausschöpfen und sich viel Zeit lassen mit der Verdrängung des bald schon bevorstehenden 40. Die Beunruhigung war noch klein, sehr klein. Aber sie war schon vorhanden, tief unten in seiner Seele. Vor allem deshalb, weil er sich nicht ganz sicher war, ob diese Hautverwerfung dort neben dem rechten Auge nicht Zeugnis einer voranschreitenden Faltenbildung ablegte und überhaupt die Augen. Woran genau erkennt man eigentlich, dass sich Tränensäcke bilden? Danke.